nicht trainieren sollen oder können. Wir haben darüber hinaus ja Admir Sovic für uns gewinnen können, einen großen Kopfballstarken Innenverteidiger aus Wilhelmshaven. Die haben bis 31. Mai gespielt, deshalb hat der Trainer eben bis Donnerstag freigegeben, wir sind am Donnerstag zur Mannschaft gestoßen. Darüber hinaus sehen wir auf dem Platz einen neuen Torhüter und ich denke und bitte, die Jungs werden entsprechend begrüßt. Mit der 35 neben Dieter Bauck in dem Moment unser zweiter Torhüter Paul Jordache. Paul Jordache wurde von uns im Training mehrfach beobachtet, der war also hier. Da haben sich die Trainer inklusive Peter Hauer ein Bild gemacht, waren begeistert von seinen Anlagen. Er ist noch ein sehr junger Mann mit 20 Jahren, der aber auch sehr viel Ehrgeiz hat und den jeden Tag hier bei der TuS einbringen möchte. Und entsprechend sind wir froh, da einen sehr fähigen und ehrgeizigen, aber noch jungen Torwart für uns gewinnen zu können. Dann haben wir André Marx auf dem Platz, der heute in Weiß die 28 trägt. André Marx kann Innenverteidiger spielen, kann Sechser spielen, aber wenn er spielt, ist er erstens bisher in seiner Karriere immer sehr willensstark gewesen und auch sehr torgefährlich. Auch das imponiert und das soll er auch wieder ab heute bei uns einbringen. Wie gesagt, wir sehen ihn auf dem Platz mit der 28 in Weiß, 23 Jahre jung, kommt ja bekanntermaßen vom TuS Mayen. Dann sehen wir mit der Nummer 9, er kam vom SC Ida Oberstein, herzlich willkommen, Patrick Stumpf bei Weiß Nummer 9. Patrick ist 25 Jahre jung und hat die letzten zwei Jahre in Ida Oberstein gespielt. Ich sage jetzt mal nicht so auf der Sonnenseite der Tabelle oder des Lebens, sondern trotzdem sie zu tun gemacht. Deshalb sind wir davon überzeugt und vor allen Dingen ist er auch sehr willens, auf die Sonnenseite des Fußballlebens zu kommen. Und das ist das, was wir anfangen sollen. Wir haben ebenfalls Verweis mit der Nummer 5, der kommt von Eintracht Trier wieder in die Heimat zurück, Burak Sösen. Burak ist von hier, wohnt in Neuwied, spielt bereits in der Jugend bei der TuS, ist dann unter anderem dann nach Trier gewechselt. Und welch Wunder, er will unbedingt zurück und der Bitte sind hier nachgekommen. Nein, Burak ist ein sehr talentierter Stürmer, der auch in der letzten Saison schon Einsätze hatte, unter anderem gegen uns im Hinspiel in Trier, was wir gewonnen haben, da konnte er nichts dran machen. Und ab jetzt will er mit der TuS gewinnen und ist auch ein Spieler mit Potenzial und halt jung und willig. Dann haben wir bei Blau mit der 27 Julius Buchscherer. Julius hat gerade Abitur gemacht, ist 19, Offensivspieler, kann in der Spitze spielen oder auch auf den Seiten, kommt von den Sportfreunden Eisbachtal. Und das Beispiel wurde schon mehrfach benutzt, ich mache es gerne auch. Wenn er annähernd so wie Kevin Lahn hier zu TuS sich findet, dann sind wir alle happy. Neu bei TuS Koblenz ist mit der 26, er versteht noch nicht alles, aber den Applaus wird er verstehen, Takuya Takahashi, herzlich willkommen. Takuya ist ehemaliger U17-Nationalspieler für Japan, kann auf der rechten Seite spielen, war auch bei uns im Training. Der Tipp kam von Radio RPR, denn da gibt es einen, der engagiert ist in Dorndorf in Hessen. Dort ist der Takuya irgendwann im März auf dem Trainingsplatz aufgetaucht und dann haben die hier angerufen und haben gesagt, hier ist einer, der ist für uns viel zu gut und bevor der zu wehen geht, die wir nicht mögen, wollen wir das aber nicht spielen und das ist jetzt so. Dann freuen wir uns ebenfalls über einen weiteren Neuzugang, den wir heute begrüßen und bekannt geben möchten. Er ist erst 18, aber er hat schon einiges gesehen und er hat vor allen Dingen Vorbilder. Wir begrüßen hier bei uns in Weiß mit der 19, Daniel Neustädter. Daniel kommt von Twente Enschede zurück in die Nähe der Heimat. Da freut sich natürlich auch die Mama, der Papa sowieso. Und wir freuen uns auch, denn er ist ein sehr talentierter Fußballer, ist Defensiv-Allrounder, was wichtig ist für uns, vor allen Dingen mit dem linken Fuß. Und der Bruder ist bekannt, der wird am 17. Juli hier mal vorspielen, mal schauen, ob wir ihn dann aufnehmen. Aber Fakt ist, dass
dass ja auch Roman die ersten zwei Jahre im Seniorenbereich bei seinem Vater gespielt hat, um noch zu reifen, und das war kein Fehler. So, wir begrüßen ebenfalls zurück bei TuS Koblenz, auch damit wollen wir ein Zeichen setzen, einen neuen Spieler unserer U19. Aber weil er sehr talentiert ist und hierher gehört, haben wir einen Zweijahresvertrag abgeschlossen. Er ist 18 Jahre jung, kommt von Bayer Leverkusen zurück in die Heimat, ist Perspektivspieler für uns bei Blau mit der 31 aus Heidelborn, Christian Luiz. Christian Luiz hat sich auch dafür entschieden, wieder nach Hause zu kommen und auch darüber nachzudenken, was dann nach der A-Jugend passieren wird. Da haben wir das Rennen gegenüber Kaiserslautern gemacht, man höre und staune. Aber das liegt daran, dass er bei uns die Perspektive tatsächlich sieht, weil man bei der TuS in der vergangenen Saison gesehen hat, dass junge Spieler hier eine faire Chance haben. Und das treibt schon den einen oder anderen hierher, beziehungsweise wieder nach Hause zurück. Dann haben wir Gastspieler auf dem Platz. Wir sehen bei Weiß mit der Nummer 14, da können wir den Bogen schlagen von Christian Luiz zu einem weiteren ehemaligen TuS-Akteur, der damals, als er U17-Nationalspieler geworden ist, nach Freiburg gewechselt ist. Zuletzt spielte er 27 Spiele in der letzten Saison für Mainz 05-2 gegen uns. Mit 20 Jahren bietet er sich ab heute hier an und dann schauen wir, was passiert. Sebastian Knopp. Wir haben dann einen Neuzugang der U23, der sich über